Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin an meiner Pflichtseite dran von meinem Perlenbild von Alexandra Tokareva. Und ja, ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit. Wir sticken mal hier eine Runde und dann schauen wir mal, ne, wie weit wir kommen. So, das ist da. Da muss ich rein. Ich habe ja momentan eine andere Technik, also die Hinreihe sozusagen, sticke ich ja von oben nach unten und ich hatte ja sonst immer eingestochen und bin zwei weiter und wieder raus, so schief habe ich dann. Und jetzt habe ich mir das angewöhnt, dass ich halt nach oben sticke und ich finde, das geht richtig super. Richtig, richtig super. Und ja, jetzt mache ich das erstmal eine Weile. Das ist, wenn man so oft, ich weiß nicht, geht euch das auch so, wenn man so längere Zeit irgendwie etwas stickt, dass man mal seine Stickart ändert? Oder ja, sagt ihr nein, das ist nicht euer Ding? Also ich kann jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich dadurch schneller sticke. Das glaube ich nicht. Aber es ist halt einfacher für mich. 2, 4, 6. Ja, das ist irgendwie einfacher für mich, ne? Und ich hatte ja sonst eine Zeit lang, habe ich ja mal von oben nach unten, dann habe ich den Stoff gedreht und habe sozusagen auf dem Kopf rumgestickt. Aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das jetzt gerade die entspanntere Variante. Ja, ich habe erst gedacht, na, ich werde das gar nicht können. So, aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Ja. Ja, heute ist Freitag, der 6. September. Das Wochenende steht vor der Tür und ich habe dieses Wochenende wirklich nichts vor. Durch meine Fly Lady Methode habe ich auch ehrlich gesagt nicht viel zu tun morgen und dann kann ich ja mich richtig meinem Hobby widmen. Bin mal gespannt, was ich schaffe, wie ich es schaffe. Gucken wir mal. Ich habe auch meinen Projektplan fertig. Also ich hatte euch ja erzählt, dass ich meine Projekte, die ich angefangen habe, mal sortieren wollte nach dem Ältesten. Das habe ich beendet. Und dann habe ich von der lieben Gabi, ja, ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Und das würde ich dann morgen am Samstag oder Sonntag, wenn ich noch ein Video mache, möchte ich das denn dort zeigen, ne? Ja. Ja, wie geht's euch so? Wie verkraftet ihr hier die Wärme? Also, die Mutti hat es wirklich nicht gut getroffen. Aber es wird aber auch nirgendwo richtig kühl, ne? Wenn man so die Wohnung, ich habe ja die Seite, wo am Tag über die Sonne vermehrt ist, habe ich zu. Und im Kinderzimmer, ja gut, da habe ich dann auf, da ist so die Westseite, kommt erst zum späten Abend die Sonne. Jetzt muss ich erstmal gucken. Das ist das. Das jetzt nochmal. Und da geht aber die Schwüle kommt ja halt rein, ne? Und das ist halt, oh,
sage euch. Aber das wird es ja allen so gehen. Das ist ja nun so über die längeren Tage so richtig extrem heiß. Da wärmt alles auf. Ne? Ich glaube auch der kälteste Keller wird so ein bisschen drückender. Aber wollen wir uns nicht beklagen. Der Winter kommt eher als gedacht, aber wie gesagt, es ist mir etwas zu heiß. Ja. Da hat man denn noch gar keine Lust, richtig hier zu sticken. Ich hatte ja schon mal die Umfrage gemacht. Einige hatten gesagt, das stört sie gar nicht. Also mich stört das extrem. Und da hatte ich auch nicht so viel jetzt die Tage gemacht. Ein bisschen an meinen Orcas. Aber ja, jetzt habe ich aber gedacht, heute ist es mal etwas kühler Abend. Also wir haben es jetzt gleich 22 Uhr. Und ich habe Balkon auf. Und da kommt so eine richtige durchatmende Kühle rein. Ja, so das und das. So. Ja, im Großen und Ganzen weiß ich gar nicht, was ich erzählen soll, weil ich möchte das auch nicht vorgreifen. Das Dunkle, dann kommt hier wieder das Helle. Es gibt ja auch Flächen, aber jetzt habe ich gerade keine Fläche, die ich mal so durchsticken kann. Das ist so ein bisschen Konfetti-lastig. Aber gut, ne? Ich versuche zu erzählen. Ja. Das ist das. Eins, zwei. Ach ja, das ist das. Denn das. Aha, dann kommt das und das. Es kommt das und das. Wisst ihr das eigentlich schon? Ja, also es macht richtig Spaß, aber ich muss Perlen und Kreuzsticken an einem Tag zusammen machen. Weil nur Perlen, das ist jetzt nicht so meins, ne? Da muss immer noch Kreuzsticken mit dabei sein. Ja. Ich hatte ja mit Erschrecken festgestellt, dass jetzt nun schon September ist. Ich habe also nur noch gewisse Zeit. meine Kreuzstick-Sachen, die ich eigentlich finishen will dieses Jahr, zu beenden. Ja, ihr wisst ja sicherlich, welche ich meine. Mein Chatelaine und mein Murky Manor. Ja, schauen wir mal. Da bin ich wirklich dolle im Verzug. Klar, ist es natürlich ein Spaß, ne? Man muss es ja jetzt nicht erzwingen, aber ich hätte das schon doch gerne fertig. Ja. Aber naja, gucken wir mal. Das hier. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel Neues. Ich meine, mein Monatsupdate
Habt ihr ja sicherlich geschaut. Ich möchte auch morgen, dadurch, dass ich ja das Wochenende so richtig schön mal für mich habe, möchte ich auch mal an den an den Straußen sticken, Quatsch, painten, an den Pfauen painten. Ihr wisst ja von Picasso. Ach, ich möchte da so gerne. Ich habe richtig Lust zu painten. Aber ich habe auch Lust zu sticken und Perlen- und Kreuzstich zu machen, ne? Huch, jetzt ist es verschwunden. Ja. Aber dadurch, dass ich jetzt die Zeit habe, würde ich jetzt einfach mal das mitmachen, dass ich das ein bisschen voranbringe. Aber da mache ich kein Video. Vielleicht mal denn, wenn ich weiter bin. Oder ich mache ein Video. Ach, ich schau mal. Ich schau einfach mal, wie ich Lust habe, ne? Weil man hat ja auch nicht so viele Themen, die man erzählen kann. Ja. Ja. Ich hoffe mal, ihr seid vom Unwetter verschont worden, weil ich hatte heute schon einige Anrufe aus Baden-Württemberg, weil da war richtig kräftiges Unwetter mit Überschwemmungen und so eine Faxen. Oh, dass das auch immer gleich so ausarten muss, ne, das Wetter. Das ist halt traurig. Hatten wir wieder eine Menge zu tun, das Ganze. Ja, das. Bei uns haben jetzt auch viele neue Mitarbeiter angefangen. Halt, ich meine, muss ja, es gehen ja auch welche, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auf eine Art auch schön. Ich habe ja am Donnerstag dann die erste Mietwagenschulung wieder mit den neuen Schädlingen. Das ist 8 Mann sind es, also 8 Personen, Frauen und Männer. Wie viel weiß ich, also wie viele Männer, wie viele Frauen, das weiß ich nicht. Und ja, dann gucken wir mal, dann mache ich die eine Schulung noch und dann gibt es die Folgeschulung. Also diese Schulung geht 1 Stunde und nee, 1,5 Stunden. Und die zweite Schulung, die ist jetzt ein paar Wochen später, da ist 4 Stunden. 4 Stunden. Und jedes Mal, wenn wir diese Schulung machen, also meine Kollegin oder ich, ne, dann sagen die, ach so, wir haben gar nicht gewusst, dass das so lange dauert. Die haben gedacht, okay, wenn die Mietwagenrechnung kommt, dann wird einfach bezahlt, ne? Nee, nee, also das machen wir nicht, ne? Da sind sehr viele Faktoren, wo wir da einfach gucken und prüfen müssen, ja. Aber es macht schon Spaß. Ja, es macht schon Spaß. Bei vielen ist das Mietwagen-Thema wirklich ein Buch mit 7 Siegeln, weil man kann nicht sagen, ein Vorgang ist wie der andere. Ne? Es ist immer etwas und man muss sich halt sehr viel merken. Und die Berechnung an sich ist ja einfach, man gibt das alles in das Programm ein und dann berechnet das, aber so, das ist das und das ist eins weiter, genau.
Ja, ich hatte jetzt noch Schränkchen bestellt. Keine Klappboxen, sondern Schränkchen noch. Von, wo ist das hier? Von Temu, und das kommt auf den Landweg. Ich habe einfach in Deutschland keine gefunden, die genau die Sachen sind. Ich habe dann mit das Foto dann mit Suche, ne, Google-Suche gemacht, habe gedacht, na, guckst du mal, vielleicht gibt es irgendwie was. Gar nicht, gar nicht. Naja, nun kommt das und dann ist alles fertig. Dann habe ich meinen Raum sowas von toll und fertig. Da freue ich mich. Ja, dann zeige ich euch das mal, ne? Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Bilder, die fertigen Bilder hinmachen kann, weil ich habe ja eine Wand über der Couch. Ach, aber, na, ich weiß nicht. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Ja, ich habe auch schon hin und her überlegt. Also ich habe ja von alles Rahmen, von dem Shop, habe ich ja den Rahmen gekauft von meinem kleinen Hund. Ne? Hier das Symbol des Jahres von Tokarewa. Und ich wollte eigentlich einen kirschbaumfarbenen, weil ich habe hier eine kirschbaumfarbene. Und das Ganze dreimal. Kirschbaumfarbene Schrankwand. Und die Schränke, die dazu sind hier, so eine kleine, sind auch alles mit Kirschbaum. Also wollte ich das dann. Aber leider gibt es das zwar dort, aber dann, boah, über 100 Euro war. Och, und dann denke ich mir, muss das sein? So, wo habe ich das jetzt? Das ist, na, sieht, habe ich mich vermacht, ne? Ein Moment bitte. Das sind zwei. Das ist das, genau. Dann zweimal. Ah ja, zweimal hätte ich das machen müssen. Gut, dann müssen wir das natürlich aufmachen, ne? Toll. Toll, toll, toll. Ja, ihr wundert euch sicherlich, was ich für Nagellack habe. Und zwar habe ich von Manico diese Gelnägel, die man, diese Folien, ne, die man drauf macht. Ich habe ich ausprobiert, weil ich hatte ja, ich möchte ja immer Nagellack drauf haben, wenn ich mit euch hier ein Video mache oder für euch ein Video mache. Und der Nagellack, den ich jetzt immer drauf hatte, ach, das war alles nicht. Dann hat das nicht gehalten, ne, wenn ich dann sauber gemacht habe. Und ich kann das nicht mit Handschuhe. Das geht halt nicht bei mir. Jetzt werde ich gleich verrückt, oder? Das. Eins. Also das soll es natürlich sein, Mensch. Ich bin doch eins weiter. Also ich war gedanklich schon in den dritten Part. Dabei muss ich doch erst hier den zweiten machen. Entschuldigt, aber ich kann da nicht mehr reden. Komischerweise beim Kreuzsticken geht's, aber bei Perlen da hake ich. So, jetzt gucken. Also, das ist diese eine umgedrehte
dieser Dreizack, dieser umgedrehte. Und jetzt zweimal die liegende 12. So. Ja, jetzt habe ich den Faden wieder verloren. Ach so, Manikurnägel, genau. Und ja, denn ist das. Dann löste sich das, dann habe ich gestickt, dann hatte ich auf einmal ein bisschen von dem roten Nagellack dann auf dem Stoff und also habe ich gedacht, Leute. Und dann habe ich davon gehört, ich gucke ja Videos von, ja, welchen die jetzt sauber machen, ne, und so weiter, kennt ihr ja, habe ich euch ja schon erzählt. Und unter anderem zeigen die auch Produkte, ne, die haben ja denn Kooperationen auch mit denen und so und man kriegt Rabatt. Und dann habe ich gedacht, okay, probier doch das einfach mal aus. Und ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Vor allen Dingen, ich mache mit meinen Reinigungsmitteln und top. Es ist top. Ja, ich meine, jetzt ist es natürlich gewagt hier mit den Farben, ne? Aber ja. Das ist so. So, denn das. Dann gab es, dann habe ich so ein Starter-Set geholt. Und drei. Nein, ich hatte das größere Starter-Set, ne? War klar, man gönnt sich ja sonst wieder nichts. Weil da konnte ich, glaube ich, fünf oder sechs Farben aussuchen. Ja, und dann habe ich das dann probiert und man möchte natürlich so gern wie möglich die Nägel verändern, aber also erfahrungsgemäß kann man das 3 Wochen lassen. Ich habe es mal 2,5 Wochen gehabt, aber dann ist es halt nicht mehr schön, wenn ich ein Video mache, ne? Denn ist das nicht mehr schön. Aber ich sag mal, wenn das ununterbrochen 2 Wochen wunderbar hält, na, da kann man nicht meckern. Genau. Hoch. Meine Kollegin hat sich im Übrigen sehr gefreut, dass ich die Decke gezeigt habe im Video. Also diese Umhänge, also hier, ach, wie heißt es? Dieses Dreiecktuch, ne? Hat sie gesagt, oh, das ist aber lieb, dass du das gezeigt hast. Ich so, na klar, warum denn nicht, ne? Ist doch schön. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs noch von denen. Ja, wenn man dann so beim Sticken ist, dann gucke ich immer und ich denke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bin ich jetzt erst in der 7. Reihe. Gefühlt sticke ich schon eine ganze Weile, ne? Aber ich habe bis jetzt die Lust nicht verloren, weil das ist ja wirklich schlimm, wenn das passiert. Aber ich finde, dass wir dadurch, dass wir uns motivieren, wir drei, macht das richtig Spaß. 1, 2, 3, 4, 5. Und man bleibt dann auch am Ball, ne? Man bleibt dann wirklich auch am Ball. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Das. Okay. Ja. Ja, mal sehen. Also ich wollte ja meine Orcas diesen Monat fertig bekommen. Mal sehen. Vielleicht nehme ich euch da auch noch mal mit. Ich habe jetzt ein bisschen eine Veränderung gemacht. Ich habe jetzt die erste Hälfte. Ist mein Orca, ich kann euch das mal zeigen.
Ich wollte ja immer die Reihe rummachen, ne? Und dann war es so warm und dann habe ich gedacht, ach nein, machst du nicht. Und ja, dann habe ich mir jetzt was einfallen lassen. Und zwar habe ich, zeige euch das mal, hier die Ecke fertig gemacht. Seht ihr das? Hier, die Ecke fertig gemacht. Und dann ist dieser Wendekreis nicht, ich zeige es euch mal so, der ist dann nicht mehr so weit, ne? Ich habe dann jetzt schon überlegt, dass ich wahrscheinlich bis hierher zu diesem und hier so runter gehe und dann immer so weiter. Das macht irgendwie mehr Spaß gerade, weil man ja eine schnelle Runde hat sozusagen, ne? Eine schnelle Runde. Wo ist die Nadel? Ja, und dann macht das auch wieder Spaß. Man hat vor allen Dingen die gleichen Farben. Also man muss nicht komplett über das ganze Perlenbrett gehen, sondern man hat halt zwei, drei, also ja, drei oder vier Farben und die kann man dann gut sticken, habe ich mir jetzt das so ausgedacht. Naja, schauen wir mal. 1, 2, 3. Man erfindet ja immer wieder was Neues. Ja, mal sehen, ob euch das Video gefallen hat hier, weil so besonders viel Neues gibt es gerade nicht. Und ja. So eins und noch mal eins. Ja, und euch geht's so gut, ja? 5, 6. Ich hatte ich glaube ich vorhin schon mal gefragt, aber ihr habt ja nicht geantwortet, ne? Ja. So, dann bin ich immer gleich jetzt hier mit dieser Runde auch fertig. Ja, ich werde jetzt noch ein kleines Weilchen alleine weitermachen. Und dann werden wir sehen, wie lange ich brauche, ne? Wie lange ich brauche, um mit der Pflichtseite fertig zu sein. Aber schöne Farben sind's. Und diese Brauntöne, ich finde die so herrlich. Ich finde die so herrlich, weil die erinnern mich an meinen Jaguar, ne, in lauer Stellung. Da habe ich ja auch die Farben gehabt und in meinem neuen Bild, die Blumenstraße, habe ich auch diese Farben. Also die begleiten mich und ich finde die so schön. Richtig schön. Also ich freue mich natürlich auch über andere Farben. Kein Thema. Aber ich liebe diese braunen Bronze-Goldtöne, ne? Ja. So, und dann zwei. Zwei Reihen habe ich gestickt. Halbe Stunde. Wow, naja. Naja, gut, ich sag mal, ich schaffe, wenn ich jetzt so mich nicht ständig vermachen würde und so. Also ich schaffe vier Reihen in der Stunde. So, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 59 Perlen in der Breite.
Ja, den Tag hatte ich's gut. Da hatte ich aber viele, viele von den gleichen Farben. Da habe ich 5 Reihen geschafft. Aber so, ja. So, da habe ich jetzt die 7. Reihe fertig. Und für mich ist das auch eine Motivation, dass ich immer 2 Farben nehme. Hier bei diesem habe ich mein Aufsteller nicht, obwohl ich den sehr, sehr gerne nehme. Aber ich habe keinen Platz hier. Ich zeige euch das mal. Ich mache das mal hier weg. Seht ihr? Hier habe ich das dran geklemmt in diese Rille, weil dieser Ständer hier, da habe ich noch mein anderes Tokarewa. Ja, wenn ich das jetzt hier drauf stelle, seht ihr, dann ist eins abgedeckt und ich müsste dann ständig hin und her. Das kann ich natürlich machen bei Projekten wie zum Beispiel Kreuzsticken, wo ich dann habe ich Kreuzsticken? Nehme ich das überhaupt? Ja, habe ich genommen für meine Cinderella. Genau. Dann streiche ich ja auch immer ab. Oder wenn ich dann wieder jetzt demnächst mein Châtelaine mache, da sticke ich ja in der Hand und brauche diesen Tisch nicht, ne? Aber für das Perlenbild, ja, da habe ich halt diese ein zum Reinklemmen, genau. Gut, ja, meine Lieben, dann danke ich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen, weiß nicht, irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Dann wünsche ich euch allen noch, ja, ein schönes Wochenende, wenn ihr das zeitnah schaut. Also ich versuche das heute noch hochzuladen, mal gucken, oder morgen früh. Ja, und dann werde ich am Wochenende sicherlich noch 2 Videos machen, welche ich dann ja ein bisschen mit Versetzung dann in der kommenden Woche vielleicht zeige oder so. Schauen wir einfach mal. Ja, denn wie gesagt, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Eure Stickliesel.